Es ist wieder soweit. Die Mercedes-Benz Fashion Week hat begonnen. Die Modewelt ist zu Gast in der Hauptstadt. Eine Woche lang ist Berlin Mittelpunkt des Fashion-Zirkus. Und der trifft sich nicht nur auf dem Catwalk, sondern auch bei den unzähligen Partys wie hier im Belvedere Hotel. Ich habe mich natürlich wahnsinnig vorbereitet, habe schon stundenlang an meinen Outfits gearbeitet und gedreht und gemacht. Und wir waren ja schon gerade auf der ersten Fashion Show und es hat schon wieder sehr viel Spaß gemacht, weil es ist ja auch so ein bisschen immer Haifischbeck, nicht? Man trifft viele Leute, die man zum Kotzen findet und dann sitzt man gegenüber, dann gucken sie böse. Und das allein macht ja schon so viel Spaß, weil man so viele Leute trifft, die man gar nicht leiden kann. Oha, das klingt nach ordentlich Zickenpotenzial. Dabei geht es hier doch vor allem um die Mode, nicht um die Eitelkeiten der Gäste. Und in Sachen Fashion gibt die Familie Ochsenknecht diesmal ganz klar den Ton an. Denn nicht nur Jimmy Blue stellt seine Modelinie vor, auch Mama Natascha ist unter die Designer gegangen. Ich stelle meine Tücher erstmal vor, also da kommen dann noch ein paar andere Sachen nach, aber ich fange mit den Tüchern an, die ich auch selbst fotografiert habe. Und die stelle ich am Freitag vor. Jimmy stellt ja seine Kollektion am Donnerstag vor. Also wir sind jetzt gerade eher so in einer anderen Richtung. Jetzt habe ich gerade eine Mücke im Auge. Also wir sind so ein bisschen wirklich am Arbeiten, ne? Aber also heißt Familie Ochsenknecht geht jetzt in die Mode? Ja, wir haben ja immer schon so ein bisschen Mode so nebenbei gemacht. Ich habe ja früher selbst entworfen, ich wollte eigentlich auch Modedesign studieren und jetzt ist einfach die Zeit gekommen. Ich habe ganz viele Anfragen immer gehabt, was in der Richtung zu machen und jetzt habe ich mich halt entschieden und ich hoffe, es gefällt. Was sagst du zu Jimmys Klamotten? Ja, Entschuldigung, habe ich an, ne? Sein T-Shirt. Super. Gut also? Ja, ich finde das gut. Ja, nicht, weil es mein Sohn ist, aber mir gefällt das. Das ist halt lässig, so ein bisschen was anderes für junge Leute und für alte Omas so wie mich. Na. Alte Omas sehen wohl kaum so stylisch aus. Und wenn, dann hoffen wir, ganz viele von ihnen in den Front Rows zu entdecken. Wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf haben.